Buongiorno und herzlich willkommen in Nus Cucina. Wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses Katerfrühstück zubereitet habe, dann bleibt doch einfach dran. Buongiorno, da bin ich wieder. Leute, heute mal eben kurz ein ganz spontanes Video. Ich habe mir gestern ein bisschen einen getrunken und habe heute Morgen ein bisschen... Ne? Dementsprechend mache ich mir jetzt ein Katerfrühstück. Wie das geht, dann mische ich jetzt mit und zeige euch das. Was brauchen wir für ein Katerfrühstück? Wir haben hier zwei Eier, wir haben hier schöne fettige Salami, fettigen Käse, Steak, Gewürzmühlen, Steakpfeffer, groben Salz, zwei Scheiben Toast, Olivenöl und das war's. Ja, wir nehmen jetzt die beiden Eier, schlagen die mal eben kurz auf, würzen das Ganze. Ein bisschen von dem Steakpfeffer dran. Mach schön viel drauf, das muss ja richtig Bums haben. Hier grobes Meersalz. Ja, das reicht jetzt auch. Ne? Das Eis verquillt. Ich bin heute Morgen immer noch nicht ganz bei der Sache. Ich nehme euch mal mit zum Grill und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ja, wir haben kurz die Position gewechselt. Ich nehme hier meine Eisengusspfanne, lege die auf den vorgeheizten Grill. Ich mache dann einen Schuss Olivenöl dran. Auch nicht ganz so viel, ist nicht nötig. Warten wir kurz, dass das Öl warm wird. Und dann verteile das Öl jetzt einmal mit dem Pinsel hier, damit auch überall Öl ist, damit mir nichts anpappt. Aber das reicht auch schon. Öl ist heiß, kommt das Ei da rein. Ich hole mal in meine Handschuhe, wo auch immer die sind. Und das Ei nochmal. Einmal ein bisschen komplett zu verteilen. Ja, sobald das, man sieht, dass das Ei anfängt zu stocken, machen wir die Scheiben Toast da rein, drehen es komplett und warten ein bisschen ab. Ja, damit uns das jetzt auch schön vernünftig stockt, machen wir das einmal kurz zu, warten mal 2-3 Minuten, dann machen wir es wieder auf und gucken noch mal rein. So, dann wollen wir mal einmal reingucken. Wir sehen, das ist ein bisschen gestockt schon. Ne? Ich habe mir meinen Handschuh angezogen. Jetzt versuchen wir das ganze Schote hier einmal komplett zu drehen. Ja, dann nehmen wir uns den Käse. Schöne fettige Salami drauf. Klappen jetzt das Ei dann gleich rum und zwar so. Das ist gar nicht schlimm, wenn das reißt, das ist überhaupt nicht schlimm. Na komm schon. So, warten jetzt einmal kurz, dann klappen wir das Toast einmal zu und dann ist es schon fertig. Ja, jetzt ist es soweit, wir drehen uns das Toast einmal um und klappen das quasi zu. Ja, jetzt geben wir dem Ganzen noch mal richtig Stoff. Ich mache jetzt noch mal den dritten Brenner an, um das noch mal einmal komplett außen anzubraten, damit es schön knusprig ist. Bis gleich. So, dann gucken wir mal einmal kurz rein. Ja, es wird knusprig. Ne? Drehen wir die ganze Schote noch mal. Ihr seht jetzt schon hier, wie schön knusprig das Toast ist. Ne? Der Käse verschmilzt. Deckel zu. Bis gleich. So, wir gucken noch mal rein. Ja. Ist gut. Nimm es jetzt raus und dann sehen wir uns gleich vorne wieder. Ja Leute, guckt her. So sieht es fertig aus, fertiges Produkt. Ich schneide das einmal hier ein. Könnt ihr mal gucken.
wie schön das mit dem Käse verlaufen ist. Ne? Richtig lecker. Also ich glaube, wenn ich das Ding gleich gegessen habe, geht es meinem Kopf auch wieder gut. Wir machen jetzt natürlich mal eine Beißprobe. Beißen rein. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Mmh. Mmh. Da ist Bums hinter. Mmh. Lecker. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht schon getan habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ciao.